Er klingt echt so, als würde er beim Gurgeln ersticken. Okay. Kam ich hier nicht her? Doch, da kamst du her. Tippvogel! Eischlange. Können wir zusammen singen, bitte? Warum warst du gerade weg? Ja, Kaffee war tatsächlich schon mal da, wieder, als du da lang gelaufen bist. Oh, sie verneigt sich, danke. Ich glaube, du kannst sie auf den Rückkopf springen. Danke! Du brauchtest sie! Ja! Jetzt fangen sie an, die Fische zu sammeln. Nein, das Wasser. Nee, da sind Frösche drin, glaube ich. Ihr habt auch gerade was gequakt. Also da sind... Sie fangen jetzt an zu angeln. Ich muss die Frösche retten. Natürlich musst du die Frösche retten. Das kann ich ja mal gar nicht akzeptieren, dass hier Frösche gefangen genommen werden. Wer seid ihr denn? Meine Mutter? Meine Mutter hat, als sie ein Kind war, immer Frösche gesammelt. Meine Mutter liebt bis heute Frösche. Mm. Ich habe ihr neulich mal, was heißt neulich, vor einem Jahr oder so, erzählt, dass ich auf dem unterwegs eine Froschwanderung getroffen habe und ihre erste Aussage war, und du hast mir keinen mitgebracht! Okay. Was wollte sie denn mit dem Frosch machen? Ihn angucken. Und dann? Ich habe keine Ahnung. Oh Gott! Der stirbt ja jedes Mal. Und steckt da den Kopf komplett in diesen Kristall rein? Ich glaube, den hält den vor. Den Kristall genau vor seine Augen. Schwupp, jetzt bist du einer von uns. Cool. Jetzt habe ich Laseraugen. Yeah. Also ein Laserauge. Ich glaube, das ist der Vulkan, den wir immer wieder sehen. Möglich. Genau richtig gelandet. Holst du dir neue Blütenblätter? Gehe ich von aus. Ich hole mir das Wasser erstmal zurück. Ah. Was bist du denn? Das ist ein Anglerfrosch. Ein Anglerfrosch, gut. Genau. Ich kannte bisher nur Anglerfische. Ja, jetzt kennst du auch Anglerfrösche. Ja. Ist doch immer schön, wenn man neue Leute kennenlernen kann. Oder neue Sachen. Ist die Blume in der richtige Richtung? Ja. Ja. Gra! Wenn es noch Gra wäre. Klingt echt nicht gut. Das klingt absolut nicht gut. Also manche Töne sind nicht dafür gedacht, durchgängig gemacht zu werden.
Das sah aus wie eine Kreuzung aus Armadillo und Nashorn. Das war aber ein Anglerfrosch. Oh, da ist noch einer. Genug Anglerfrosche für alle. Mindestens. So, bin ich hier halbwegs gut? So, kurz wieder die Sprache wechseln. Auf die nettere, anzughörende. Ach, falsche Taste, ich frage mich gerade, warum ich zielen will. Ja, flüchtet! Ich werde euch bis ins Ende der Welt verfolgen! Die auch. Tschiup! Tschiup, tschiup! Schlange, Echse, Schlange, Echse. Autsch. Ja. Was bist du? Die Sprache kann ich. Ja. Eine kleine Roboter-Variante. So ein Infiltrations-Roboter oder so. Oh, es lächelt jetzt nicht mehr. Jetzt lächelt es wieder. Aha. In den Robotern ist was, was die eigentlich gar nicht so schlimm finden. Okay. Das Gebiet weiß nicht, ob es orange oder blau sein möchte. Ich bin's nicht! Es ändert sich alle 50 Meter. Ich war's nicht und sie können mir auch nichts beweisen. Ich war's nicht, ich weiß gar nicht, worum es geht, aber ich habe schon mal mit meinem Anwalt gesprochen. Eben. Ich wollte eigentlich auf der Plattform landen. Eieieiei. Ja, komm, bring mich um. Spawn mich woanders bitte neu. Ah, du musst auch das Wasser runterholen, dann hilfst du auch den Fischen, weil die sonst ja versterben. Das ist der Plan. Ich habe gedacht, die Fische waren mit da oben drin. Nicht, dass die da unten rumliegen. Für alle. Ja, ich habe gedacht, er müsste mehrere draufschmeißen. Nee, die haben ja so einen Radius, in dem sie wirken. Das sind ja für böse Roboter ja schon ganz süß. Kommt sofort zurück.
Fische! Mhm. Mach was anderes! Ich lerne als nächstes die Sprache der Fische. Kann nicht schlimmer klingen, als das Ertrinken hier. Das Gurgeln. Fehlen noch fünf. Ich komme nicht darauf. Irgendwie. Erstmal gehe ich hier runter. Ich wollte gerade anmerken, vielleicht musst du ja auch gar nicht drauf fürs Erste. Bin ich hier? Hast du hier schon mal einen Fussel gesehen? Ich nicht. Jetzt sieht's aus wie ein freundlich grinsendes Warzenschwein. Pumba, bist du es? So, jetzt müsste ich nur noch wissen, wo ich hin will. Die Pilzwand kommt mir bekannt vor. Wow, was hast du denn für Augen? Ach, du musst das Schwanzende angreifen. Hi. Ich glaube, den hast du befreit. Wollen wir singen? Ich weiß nicht, ob du singen willst, aber kannst du das hier machen? Danke. Also etwas, das aussieht im Dunkeln wie ein Schwein, bellt wie ein Hund und jault wie ein Wolf. Okay. Ich weiß nicht, ob das wie ein Wolf jault. Nicht wirklich. Ich wollte gerade sagen, machst du bitte nochmal deinen Lichtschrei? Oh, das kann ich. Ich weiß noch nicht, wo ich jetzt bin. Danke. Du hast das Ende der Höhle erreicht. Sehr gut. Hi. Der ist auch egal, in welcher Sprache du singst. Ja, Blumen sind Universalsprache. Also diese Blume. Die anderen Blumen sind ja doch durchaus schon spezifisch. Ja, die wollen eine spezielle Sprache haben. Oh ja, mehr. Mir fehlen ein bisschen die Regler mit ihrem Wow. Wow. Also sie haben den Hirsch immer größer gemacht. Und dann nicht mehr kontrollieren können. Und dann hat der mir Hirsche beigebracht. Und dann sind irgendwann Bäume auf ihm gewachsen noch. Vielleicht ist es auch ein ganz anderer hier. Schwer weiß das schon. Genau. Kann auch sein. Abwärts!
Nur ein kleines Stück. Hallo! Ich bin dein... Halt, wir sind Freunde! Ich habe eine Zierkuh! Ja. Seid so ein bisschen die Bremer Stadtmusikanten. So ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, so gut können wir nicht singen. Naja. Die Bremer Stadtmusikanten konnten jetzt auch nicht unbedingt so gut singen. Sehr gut. Sie konnten nur gut Leute erschrecken. Ja. Guck mal, die haben hier Figuren hingebaut. Noch eine Scherbe. Okay, du willst da hoch. Wie komme ich? Baum. Baum. Kein Baum. Ja, da ist einer. Und oben ist eine... Ich weiß, ich habe ich schon gesehen. Ich guckte nur, ob es einen direkteren Weg hoch gibt. Oh, Schnee? Ja, hatten wir ja schon ein paar Mal, aber nicht so viel. Jetzt sind wir im Eisgebiet. Wie schön, dass da trotzdem immer noch Sachen blühen. Hm. Und da lebt das Wolfshorn. Der Nasolf. Okay. Ich komme da gleich auch irgendwie hoch. Ich muss nur noch einen Weg finden. Das sieht gut aus. Oder auch nicht. Hilfe! 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 Ich muss er erst noch befreien. Ah, der kann hier springen! Das kann der andere doch auch. Ja. Ich hätte nur nicht erwartet, dass der so hoch kommt. Der kann die Wände hoch, die Eiswände hochrennen. Kann der andere auch. Wäre gut, wenn du hier runterkämst. Nur so als Vorschlag. Nur wenn ich dich sehe. Der starrt gerade die Eiswand an. Ja. Ein paar Schritte weiter, bitte. Oh, er hat seinen Schwanz nach oben, da komme ich nicht dran. Irgendwie müsste das gehen. So. Zack, haben wir ihm auch die Rüstung ausgezogen. Hilfe? An Freunden wieder? Ist ja ein anderer. Ja, ich probiere es. Aber mit dem letzten haben wir auch nicht wirklich angefreundet, Fuchs.
Da habe ich auch nur ein bisschen rumgeschrien. Die freunden sich nicht an. Das sind Einzelgänger. Der nächste. Ja, gut aneinander vorbeigehüpft. Komm, mach die Blume wieder zu. Ich will ihn wieder ablenken. Gut, dass die Blumen mögen. Da ist die Pilzwand. Einmal hier rüber. Bruce, wir wollen dich doch auch befreien. Eben, wir wollen doch alle Sprachen lernen oder so. Das ist unser eigentliches Ziel. Ich verwirre mich. Erfolgreich. Ja. Wenn man einmal den Überblick verliert, dann ist man auch echt aufgeschmissen. Das war nicht ganz so. Der kam auch echt aus dem Nichts. Ach, du bist aber da oben. Okay, da oben sitzt er. Mhm. Okay, ich dachte, ich kann einfach hinterher. Ja, das Laden dauert vielleicht ein paar Sekunden. Nein, es war der Controller, der vibriert wie irre, wenn man stirbt. Die Ladegeschwindigkeit hat überhaupt keine Probleme. Die ist sogar relativ flott, finde ich. Dafür, dass du dann zwischendurch absolut gar keine Ladezeiten hast. Nimm's! Hier kannst du haben. Warte! Freund! Er nimmt Anlauf. Oder so. Wir müssen einmal zusammen rumbrüllen, dann hilft er mir. Dann bin ich Teil des Rudels. Ah, die habe ich nicht gesehen. Yay! Darf ich mit in eure Höhle? Na, ausnahmsweise. Ich kann, ertrinken. Okay, Jungs. Oh, Jungs, alle zusammen, wir schaffen das. Chaka. Yay.
Bloß nicht so viel Begeisterung, Kai! Wollte ich auch gerade sagen. Kai, das klingt jetzt alles andere als begeistert. Ja, ich verstehe es auch noch nicht so ganz, aber gut. Ich würde mich eigentlich hier in diesem Busch verstecken. Hast du erfolgreich? Wie auch immer. Ich finde es sehr schön, dass die fangen die ein und dann kommen die so raus. Und die fangen sie dann direkt wieder ein, okay. Richtig, ja. Was wolltest du sagen, Kai? Habe ich jetzt leider schon wieder vergessen. Oh, es tut mir leid. Okay. Der Plan ist mir noch nicht klar. Mir auch nicht. Ich dachte, ich befreie ihn da unten einfach mal und dann macht er der Randale und... Das war's nicht. Nee, der ist zu klein zum Randale machen. Soll was werfen. Aber was? Ich würde vermuten, muss tatsächlich die Kugel mit da oben kriegen. Ja. Ich meine, du kannst ja zwitschern, also hier sprechen. Ja. Ich weiß, ich verwechsel die dauernd. Ach, okay. Okay, dann macht es Sinn, dass die da auch dauerhaft Nachschub haben. Jetzt muss es halt nur immer schaffen, auf welche zu kriegen. Aber ich glaube, der hat das jetzt gerade abgespeichert, also nach jedem also dass du dann nicht immer die ganze Zeit von Null anfängst. Okay, die haben mich gesehen. Ja, weil der eine ist jetzt kaputt. Ja, die bleiben kaputt. Du musst wieder da unten und dann. Okay. So. Okay, ihr seid keine großen Fans von den Blumen. Nicht für eure Artgenossen draußen. Die sind halt noch ganz, ganz frisch. Die anderen, die draußen rumliefen, die... waren schon so halbwegs anerzogen oder so, die... Ja. Die sind schon anerzogen, die mögen schon Blumen. Genau. So, auf zur anderen Seite. Ja. Ich sehe die Lücken immer erst, wenn es zu spät ist. Ja, in der Mitte wird auch sehr lustig werden. Der geht. Ja, tötet mich.